Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Gefecht. Und wieder mal ist es eine von einem Spieler erstellte Schlachtkarte. Diesmal die Belagerung von Ekrund. Ekrund liegt ja südöstlich in der Warhammer-Welt, da wo die Orks wohnen, wo immer dieser komische Drache da drüber fliegt. Oder es ist kein Drache, das ist ein Lindwurm. Und ja, ich glaube, da wohnen sogar die Bloody Hands. Und deswegen dachte ich mir, da kann man jetzt eigentlich mal Wurzsack aufspielen. Und insofern habe ich mich für Wurzsack entschieden und die Wildorks. Allerdings sind hier die Angreifer, das heißt, ich habe quasi ja, den Spieß umgedreht, denn ich wollte nicht schon wieder Zwerge spielen. Zwerge hatten wir schon das letzte Mal. Und ja, man kann es auch übertreiben. Ne? Ich liebe Zwerge, ich liebe den defensiven Spielstil der Zwerge, aber ich glaube, ich habe noch nie Wildorks gespielt oder zumindest Orks nicht, Wildorks, keine Ahnung. Und warum nicht mal aus der Richtung, ne? Und ja, ich habe die Armeen jetzt ja ungefähr punktgleich gemacht. Wie ihr seht, liegt der Schwerpunkt dieser Zwergenarmee mehr auf ja, Fernkampf. Also sehr starke Artillerie, Gyrokopter und der Rest sind dann eigentlich mehr so Standard-Nahkampftruppen, außer halt die Langbärte, Slayer und Hammerträger. Und ich habe halt wirklich alles, was irgendwie an Wildorks und Forest, also Waldgoblins, rankommt, genommen. Auch eine Arachnarok-Spinne, die kann ich eigentlich nie einsetzen, weil ich immer finde, naja gut, dann habe ich eine Waldgoblin-Spinne auf der Schlachtkarte. Also ich warte bis heute vergeblich, dass mal irgendeiner Waldgoblins moddet. So ein paar Speerkämpfer, ein paar Bogenschützen. Also meine Waldgoblin-Armee spielen könnte. Wegen mir auch noch ein paar mehr Wildorg-Einheiten. Das ist mir auch zu wenig, um ehrlich zu sein. Ja, aber der Schwerpunkt hier, würde ich schon auch fast sagen, liegt auf Kavallerie und großen Einheiten. Also fast die Hälfte der Armee hier schnell unterwegs. Und ich sehe gerade, ich habe die Bogenschützen komplett vergessen. Also nicht so, dass ich glaube, dass sie viel bringen würden, aber zwei Bogenschützen-Einheiten müssen schon sein. So. Würde die Armee halt ein bisschen größer, so jetzt haben wir 18.000, das heißt, die Zwerge kriegen auch noch irgendwas. Dann haben wir genau 20 gegen 20. Nee, die Zwerge haben sogar mehr Truppen, okay. Das ist mal echt außergewöhnlich, dass die Zwerge mehr Truppen haben. Aber in dem Fall müssen wir halt mal so. Ja, warum eigentlich? Die haben doch gar nicht so schlechte Truppen. Also die Mine, okay. Also die Bergwerke sind nicht die besten und das sind halt normale Clankrieger, aber trotzdem. Der Rest ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, was geben wir ihnen denn dann noch? Wo liegt denn der Haken? Also Artillerie haben sie auf jeden Fall. Gute Gyrokopter haben sie zwei. Vielleicht noch eine Fernkampfeinheit. So. Ja, brauch noch was. Alter Falter. Die Wildorks sind ja richtig teuer. Die Wildorks sind ja schweineteuer. Ist mir noch nie aufgefallen, aber die sind ja. Schau ich das mal an. 550. Normale Zwergenklankrieg kosten 450. Wie viel kosten normale Orks? 450 auch. Okay. Haben die Zwergenkrieger irgendwie genervt? Kann das sein? Gut möglich, ne? Dass die Zwergenkrieger ein bisschen schlechter wurden. Denn ich bin jetzt überrascht, dass die nur genauso viel kosten wie Ork Boys, weil Ork Boys finde ich jetzt nicht so geil. Wie viel kosten denn imperiale Truppen? Ja. Wo steht das? 400. Und Hellebardiere sogar 650. Krass. Also, ja. Allerdings muss man natürlich dazu beachten, die haben hier 550 Mann drin und die nur 450 Mann. Also der individuelle Zwerg ist schon deutlich stärker als so ein paar Orks oder als ein Ork, aber alles in allem punktegleich, ne? Bei den normalen Ork-Boys, die hier kostet ihr sogar noch mehr. Krass. Zwerge mal in Überzahl, also zumindest von den Regimentern her. Ja, was kriegen die denn dann noch? Also ich traue mir ja gar nichts mehr zu. Es kann.
Diese Schlacht werde ich wahrscheinlich auch verlieren, weil die hier wahrscheinlich zu teuer eingeschätzt werden von Serie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieses Zwergenheer besiegen kann. Vor allem 1000 Punkte, da kann ich Ihnen nochmal. Oh. Also wisst ihr, ich gebe Ihnen jetzt nochmal eine normale Langbarteinheit und dann ist gut. Dann hätten Sie eigentlich noch 300 Punkte. Könnten Sie noch einen Bergwerker kriegen oder so. Oder fast noch einen Clankrieger. Aber die Schlacht werde ich eh verlieren, so wie es aussieht. Vor allem, ich bin noch der Angreifer, also deshalb habe ich eh noch ein bisschen Nachteile, schätze ich. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir uns erstmal Erkrund an. Und oha, ich habe hier zwei Aufstellungszonen als Angreifer, wenn ich das richtig sehe. Und der Gegner kann die Brücke hier gar nicht verteidigen. Bin ich mal gespannt. Oha. Oha. Uiuiui. Wo geht's denn hier los? Okay. Also, hier ist mein Heer. Aufstellungszone, naja, nicht so groß, aber wie gesagt, ich habe zwei. Ne? Ich hätte da links auch noch eine Möglichkeit. Ist die Frage, ob ich das benutze. Ja, und Ekrund, wie gesagt, ist ja eine von Orks schon seit langem. Oder ich glaube, ist die wirklich nur komplett von Orks besiedelt? Ich glaube, in der Warhammer-Welt liefern sich da auch wieder alle drei Parteien, also Skaven, Orks und Zwerge eben noch Kämpfe, aber die Orks, glaube ich, überwiegen deutlich. Ja, was auffällt, die Karte ist sehr klein. Die ist kleiner als ich dachte. Also sie wirkt hier relativ groß, dann scrollt mal rum und merkt, okay, das ist ja hier relativ beschaulich. Ja. Also das heißt, der Kampf wird sich auch schnell entfalten. Ne? Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir schnell über die Brücke kommen, bevor der Gegner hier eventuell zumachen kann. Und das wiederum heißt, dass ich eiskalt mit meinen starken Kavallerieeinheiten vorrücken werde. Als allererstes. Und eigentlich heißt es ansturmen. Ne? Also ganz ehrlich, wenn man Ork spielt, dann heißt es Truppen so schnell wie möglich in den Nahkampf bringen und der Rest ist Glück. So war es zumindest im Tabletop. So. Aber mal einen ganz kurzen. Ich spiele ja die Wildorks nie. Ich will es mir mal ganz kurz anschauen. Also das hier ist natürlich. Wo ist sie denn jetzt? Stehe ich drauf, ja. Also das hier ist natürlich hier mein Highlight, ne? Die Arachnarok-Spinne. Die kann schon ordentlich was leisten. Trolle, naja. Die wurden aber auch gebufft. Das habe ich noch in Erinnerung, dass die mit dem letzten Patch. Was haben die da bekommen? Mehr Moral, glaube ich nicht. Also die ist immer noch ziemlich schlecht. Aber kann sein, dass die mehr Rüstung bekommen haben. Also auf jeden Fall wurden ihre Werte deutlich verbessert. Und ja, es sind schon bitterböse aus, ne? Ich glaube, das sind die starken. Wer gelacht, wenn die Zwerge da mit denen nicht wegputzen. Ich schaff's aber auch irgendwie gerade nicht, die auszuwählen. So, jetzt. Ja, das sind die großen, die starken, die dicken. Das sind die dann quasi, die sich noch die Kieferknochen hier um den Kopf gebunden haben. Und das sind die normalen, ne? Die haben natürlich überhaupt keine Rüstung an. Also Armor 9, wenn die einen Pfeil trifft, fallen sie tot um. Melee Defense, ja, auch eher mau. Aber, das darf man nicht vergessen. Und die wurden auch gebufft im letzten Update. 30% physische Resistenz. Ich hoffe, man hört mich überhaupt bei den ganzen Geschrei der Orks. 30% physische Resistenz haben alle Wildorks. Ich glaube, das war zuvor 20 vor dem letzten Update. Und, boah, das haut rein. Und sogar die Trolle haben 30%. Das könnte auch im Update passiert sein. Also ich habe es nicht im Kopf. Aber, ja. Deutliche Verbesserung auf jeden Fall zu vorher. Und wir müssen dran denken, ich muss dran denken, dass ich hier mit Wurzak, meinem Zauberer, also das ist natürlich ein Zauberer Wurzak, ein Schamane, Entschuldigung, bei Orks sagt man noch nicht Zauberer,
Der muss natürlich hier sein, ja, Talent entfalten, seine Stärken nutzen, denn ansonsten ist es natürlich eine Menge verschwendetes Geld. Ne? Gut, viel Blabla. Schöne Karte, klein, aber fein. Ich will es mir nur mal kurz aus Zwergenperspektive anschauen. Ja, also die Zwerge haben hier auf jeden Fall, ne, perfekte Möglichkeit, ihre Armbrustschützen bzw. sogar Musketenschützen aufzustellen. Und jeder Ork, der hier quasi durchmarschieren will, wird halt beharkt. Ja, das ist unerfreulich für alle Angreifer. Auch hier kann man zumindest eine Einheit draufstellen, hier noch eine zweite. Und hier kann man natürlich zumachen, ne, als Zwerg. Und dann hat man, dann sitzt man hier hinten quasi drin. Und der Gegner läuft. Man kann hier auch noch die erste Verteidigungsbarriere machen, hier die zweite. Und hier halt seine Kanonen hin. Und hier unten dann die Musketenschützen, genauso hier. Und ja, dann haben es die Angreifer schon schwer, ne? Aber gut, wie gesagt, also normalerweise im normalen Warhammer-Game gehört ihr Ekrund eigentlich den Orks. Insofern behaupten wir jetzt mal, Wurzak war mit einem War, also das heißt nicht Wag, es heißt War, also War, wie War ausgesprochen, Krieg, heißt wahrscheinlich auch so was Ähnliches, befand sich wohl auf einem War, also auf einem Feldzug, auf einem orkischen Feldzug mit dem Großteil seiner Armee, und währenddessen haben die bösen Zwerge ja einen Teil Ekrunds wieder eingenommen. Und nun kommen wir zurück und müssen feststellen, hier sind blöde kleine Stumpens. Und die machen wir jetzt weg. Wenn es nach mir geht. So, Start machen. Viel Blabla. Und oh Gott, der Gegner nutzt nicht doch diese Erhöhungen tatsächlich. Ja doch, irgendwie schon. Ist natürlich doof jetzt. So, und wir rücken mit allem vor, was wir haben. Einfach mal go, go, go. So, und ich kenne mich ja mit Orks überhaupt nicht aus. Muss ich jetzt mal da gestehen. Was ist denn, ich weiß doch, dieser, ja, dieser Fuß von Gorg. Ich finde, es schaut immer aus wie eine Hand, aber nee, wenn man genau hinschaut, ist es schon eher ein Fuß. Den würde ich ja schon mal gern irgendwo hinpflanzen. Die Kanone hier ist schlecht gedeckt, oder? Das wäre doch was hier für meine Waldgoblins. Wo sind die? Ah, die sind gar nicht so schnell. Speed 63. Ja doch, eigentlich sind die schon schnell. Aber ja. Ja, und jetzt hat, kommen die Orks quasi, vielleicht wissen sie noch gar nicht, dass die Zwerge hier sind, kommen nichtsahnend nach Hause von ihrem Feldzug und müssen nun schockiert feststellen, Moment, da vorne stehen ja Zwerge. So, Feuerkanone. Oder Flammenkanone schießt. Und ouch. Das tut schon weh. Ja, die benutzen halt echt, also wie ich gesagt habe, aber mehr durch Zufall, glaube ich, benutzen sie hier diese Erhöhungen. Das Gute ist, dass sie hier zwei ihrer Kanonen direkt vorne hingestellt haben. Das heißt, die kann ich halt gleich mal im Vorbeigehen erledigen. Und wie hat Nelson schon gesagt? Ihr kennt ja Nelson, ne? Der berühmte britische Admiral. Der hat mal gesagt, vergesst die Manöver, nichts wie ran an den Feind. Ja. Glaube ich, dass er es gesagt hat. Und genau das mache ich, ne? Keine Manöver, ich mache hier eine riesen Angriffswelle. Geht bestimmt schief, aber hey. Schaut zumindest cool aus. Ja, und meine Truppen, die fliehen hier alle schon. Typischer zwergischer Wall. Ich bin etwas arg schockiert, wie schnell die Truppen hier fliehen, um ehrlich zu sein. Also hier von physischer Resistenz habe ich noch nichts gemerkt. Aber wenigstens hier die Arachnarok-Spinne. Oh, ich liebe den Namen Arachnarok. Wenigstens die leistet hier ihren Dienst. Und ich vergaß natürlich schon wieder zu zaubern.
einfach mal mit dem Fuß mit rein. So, zack, hui. Holla die Waldfee. Was haben wir noch? Headbutt. Wo sind denn hier die starken Gegner? Langbärt, naja, immerhin. Achso, was ist das? Achso, das ist so ein V-Teil. Ach, Slayers haben die auch. Ich habe schon wieder vergessen, was ich ihnen alles gegeben habe. Aber zumindest, was ist das? Ah, Grafikbug. Da versinken die Zwerge in den Mauern. Also das bleibt halt nicht aus. Ich glaube da... Oh Gott. Ich glaube dieser ganze, diese ganze Map-Editor-Geschichte ist ja auch noch in der Beta-Version. Da bleiben solche grafischen Bugs natürlich nicht aus. Ne? Aber die halten uns hier halt echt gut auf. Das einzige Gute ist halt, dass die Arachnospinne scheinbar immun ist gegen jegliche Psychologie. Keine Ahnung. Also zumindest verhält es so. So, ist es denn jetzt wieder im Nahkampf? Nö, ne? So, also ich werde halt hier, gerade diese Flammenkanone hier oben kann halt einfach hier runterballern und mich quasi wegmachen. Das ist schon fatal. Und Urzak, was kann der hier eigentlich? Muss mal ein bisschen mehr zaubern, glaube ich. So, aha. Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht irgendwie böse aus. Und hier sind so viele Zwerge, da hauen wir jetzt einfach Schlag um Schlag alles rein, was wir haben. Viel ist das ja nicht. Also, das verlieren wir eindeutig, ne? Aber das ist genau das, was ich eben meinte, dass, dass ich glaube, dass diese Wildorks viel zu viel Punkte kosten für das, was sie leisten. Und, ja, sieht auch so aus, ne? Also, wobei ich natürlich diese Nichts, ja, diese Vergesst die Manöver, ran an den Feind, Taktik, war halt jetzt auch ziemlich naiv. Aber trotzdem, ich werde ja hier mega geklettert, ne? Also das wird mal eine vernichtende... Ah, nee, nicht mal. Ja. Aber es überleben ziemlich viele Orks. Also die sind tatsächlich alle weggelaufen. Ne? Also schauen wir es uns mal an. Ja, also Verluste gehen. Ne? Also ich habe ja fast 500 von 1400 Mann verloren. Das geht noch. Der Gegner hat 300 Mann verloren. Auch von 1400. Also wie gesagt... zahlenmäßig waren es sogar gleich viele Mann auf jeder Seite, deswegen habe ich schon gemeint, also das wird ja eine Katastrophe für die Orks, aber die Wildorks kosten so viel Geld, dass sie einfach, ja, also das ist übertrieben, ne? Weil die, habt ihr ja gesehen, die leisten nicht viel. Ne? Ich meine, klar, wenn du sie anstürmen lässt, dann, dann reißen sie schon ein paar Zwerge nieder, aber... Gerade jetzt in so einer Belagerungskarte, mit diesem Engpass, da bleibt einfach die Hälfte irgendwie stecken und ist dem Beschuss ausgeliefert. Und der Beschuss ist tödlich für Wild Orks, weil wir haben es ja vorhin gesehen, keine Rüstung. Also jeder Pfeil ist ein Kill, so ungefähr. Kein Schild, oder haben die Schild? Ich weiß gar nicht. Ja, aber das ist dann auch, wenn dann auch das Einzige, was hilft. Lustigerweise, ich weiß nicht, diese, die haben ja gar nichts gemacht hier, diese Orks mit Bogen. Ich dachte, die schießen die ganze Zeit. Die haben ja nichts gemacht. Ist ja echt Wahnsinn. Also überhaupt, ne, mega ineffektiv. Hier auch die Ork-Wildreiter, die ja unheimlich viel Punkte kosten. Nichts gebracht, Trolle nichts gebracht, nur die Arachnorak-Spinne hat halt ein bisschen was geschafft. Wurzak hat bestimmt mehr als 4 Mann gekillt, aber das ist immer schwierig, weil manchmal wird Magie mit, glaube ich, reingezählt in die gekillten Truppen, manchmal nicht, hier scheinbar nicht. Ja,
Also das ist eher so eine Schlacht zum Vergessen. Karte war top, kein Thema. Würde ich gerne mal als Zwerg spielen in der Verteidigung. Aber Wildorks, also selbst mit ihren 30% physische Resistenz, ja, einfach die Moral zu schlecht. Schau mal an, die Trolle haben keinen Mann verloren. Und auch hier die meisten Wildorks halt noch bei 75% ihrer Truppenzahlen. Also, das war mehr so eine Massenflucht. Ja, schade, aber hey, was soll's, ne? Also, Wildorks muss man vielleicht anders spielen. Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe jetzt einfach mal diesen. Ich werfe mal schnell alles rein, was ich habe. Aber der Engpass, der hat mir leider den Wind aus den Segeln genommen. Und dann habe ich genau das. Dann ist genau das passiert, was ich gesagt habe, aus Sicht des Verteidigers. Man kann dann quasi diese, ja, im Engpass wartende Schlange von Gegnern von oben beschießen. Und diese Flammenkanone, die ist, glaube ich, extrem, also das war ja die hier, die hat immerhin 80 Mann gekillt. Ja, das geht, ne? Also die anderen waren leider zu nah, zu weit vorne platziert, die konnte ich dann ganz gut überrennen. Aber die Flammenkanone, die hat, glaube ich, die Moral der Truppen extrem gebrochen und ich glaube, das war dann auch der Grund für die Massenflucht. Vielleicht noch neben den Gyrokoptern. Also alles in allem, ich würde es nicht als knappe Niederlage bezeichnen, ich würde es als komplett krasse, vernichtende Niederlage bezeichnen. Aber gut, so oder so, eine schöne Karte und ja, es ist ein bisschen komisch, dass, was heißt komisch ist es nicht. Die Zwerge hatten ja bisher wirklich Pech bei Belagungsschlachten, weil es halt wirklich einfach eins zu eins dasselbe war wie bei Vampiren, Imperium, Bretonen. Also Belagungsschlachten bei Zwerge sollten sich eben so spielen wie jetzt gesehen. Ob das jetzt Eggrund ist oder Karg8-Gipfel hatten wir ja auch schon. So müssen Zwergenbelagerungen ausschauen oder Schlachten und nicht wie CA, der Entwickler, sie dargestellt hat. Also so oder so, schöne Karte. Als Ork möchte ich da nicht angreifen. Ich habe es gerade gemacht. Ich habe ja aufs Maul bekommen und ich habe meine Lektion gelernt. Und für euch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns dann zur nächsten Schlacht. Tschüss.